Um Jugendliche fit für Familie zu machen, gibt es seit Jahren ein Projekt, das von der Familienbildung der Arbeiterwohlfahrt in Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle Pro Familia durchgeführt wird. In diesen Tagen beschäftigen sich 12 Schüler des Landesförderzentrums mit dem Förderschwerpunkt Hören mit den Themen Partnerschaft, Freundschaft und Liebe. Was tut der Liebe gut? Was ist hinderlich für die Liebe? Dies waren nur zwei der Fragen, über die in dieser Woche ausführlich gesprochen wurde. Ilona Hensel begleitet das Projekt seit Jahren. Ja, es bewährt sich sehr gut. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Kinder total dankbar sind, wenn sie im Projekt mitmachen. Die sind ganz engagiert, sind sehr aktiv dabei und sie sind einfach in dieser Schule auch von 14 bis 18 teilweise. Das ist nochmal der Unterschied, wenn wir mit anderen Schulen arbeiten. Und die Lehrer und die ganzen Mitarbeiter sind so engagiert, dass sie eben auch das Elternpraktikum so begleiten und unterstützen, dass sie 2 Tage sogar in der Schule schlafen mit den Kindern. Corina Schafstedt ist als Schulclubleitung mit im Projekt involviert. Auch sie sieht viele positive Aspekte. Ich finde toll, dass die Schüler mal aus dem Alltag rausgerissen werden, dass sie nicht diesen Frontalunterricht haben, dass der Lehrer ihnen gegenübersteht, dass sie eine andere Sichtweise auch auf die Dinge bekommen. Wir machen ja auch Exkursionen, wir fahren zur AWO und wir fahren auch in die Begegnungsstätte der Pro Familia und auch zur Gynäkologin Frau Dr. Toss, dass ihnen auch diese Angst genommen wird, sich einfach, dass sie diese Räume auch kennenlernen und sehen können, was sie für Möglichkeiten haben, wenn sie mal in so, an wen sie sich alles wenden können. Für die Schüler wird es in den kommenden Wochen so richtig spannend. Denn zum Projekt gehören auch ein Elternpraktikum, in dem sich die Mädchen und Jungen rund um die Uhr um ein Baby kümmern werden. Und sicher ist, dass wohl alle dabei etwas dazulernen werden. Der Abschluss des Projektes ist Ende April geplant.